Hallo Leute, willkommen zurück. Ich habe heute mal wieder ein Unboxing-Video vorbereitet. Ist mal was anderes, außer immer zocken. Aber was ich jetzt auspacke, ist zum Zocken. Und zwar, jetzt kommt's. Doom? Doom. Doom 2016 in der Collectors Edition für den PC, Leute. Ist das nicht geil? Wir haben heute den, ich will nicht lügen, ich glaube, wir haben den 12.05.2016. Ich habe das gerade von DHL bekommen. Danke schon mal dafür für die rechtzeitige Lieferung. Ich habe das aus dem großen Karton ausgepackt und habe das tatsächlich noch nicht gesehen. Wir stellen das mal kurz auf die Seite und gucken erstmal, was das war hier auch noch in dem Karton drin. Ich weiß nicht, also ich glaube, das sind Poster. Diese drei Teile waren separat, die haben hiermit nichts zu tun. Die waren hier drin. Wir machen einfach mal eins davon auf. Okay. Das sind Poster. Phobos. See your look. Phobos? Ist das nicht der Typ aus Quake? Ich will die jetzt gar nicht aufmachen, die sind so schön verpackt. See your local administrator for details. Läuft. Ha! Also, wie gesagt, sechs Poster. Ich guck mal ganz kurz in die anderen rein, ob das alles die gleichen sind. Moment. Oh, das sind leider alles die gleichen. Schade, schade. Aber so als Nerdzeug ist das natürlich richtig geil. Und jetzt kommt's. Jetzt machen wir mal den hier auf. Wir haben hier die ab 18 Version. Ich glaube, es gibt gar keine andere. 100% Uncut. PC, DVD-ROM in der Collector's Edition. Das Ding ist wirklich groß. Na? Na? So, uns erwartet das Spiel an sich natürlich und vor allem dieser 30 cm große Revenant mit was auf einem beleuchteten LED-Fuß mit einer sich langsam drehenden Turbine. Alter, ich wusste ja, dass das Vieh dabei ist, aber dass es sich bewegt und Licht hat. Okay, das ist natürlich abgefahren. Wir stellen das mal hier hin. So. Und dann schauen wir uns das mal an. Oh, Warning. Meine HTC Vive, es steht hier auf der Kante. Das ist nicht gut. Warning, fragile. Ah ja, also. Schön vorsichtig steht da. Und hier steht eine Anleitung. Batterien. Ah ja, okay. Gut. Und hier ist nochmal diese Anleitung. Die haben wir hier nochmal. Also hier haben wir wohl zwei Batterien und einen Ein- und Ausschalter, ganz simpel. Wir brauchen aber einen Schraubenzieher. So, jetzt kommt's. Eieiei, das ist ganz schön groß. So, wir haben erstmal das Spiel. Wir haben das Spiel. Geil. Richtig cool. Ist ein Steelbox. Ein Steelbox. Machen wir gleich auf. Wir gucken uns erstmal den Revenant an. Na. Vorsichtig, haben sie gesagt. So. Und das. Boah. Auch sehr geil, sogar auf dem Styropor steht Doom drauf. Richtig geil. Ah. Oh, ist der groß. Um Gottes Willen. Leute, ich brauche eine größere Wohnung. Oh, ich sehe gerade, hier sind schon Batterien drin. Haha. Boah, das stinkt. Oh.
Alter, wie geil ist denn der Scheiß? Wie geil ist denn der Scheiß? Oh. Alter. Leck mich am Arsch. Sieht der geil aus, oder? Hier unten ist die Turbine übrigens, die dreht sich dann. Wow. Alter, das ist abgefahren. Guckt euch das mal an. Sieht man das? Ich guck mal kurz, ob man das so... Sieht man das so? Ja, ihr seht das, ne? Ich dreh das mal ein bisschen. Geil, oder? Voll detailliert. Hammer. So, und jetzt, ich habe gedacht, wir können es nicht machen, aber wir haben ja tatsächlich die Batterien jetzt schon hier. So. Wir machen das Ding einfach mal an. Diese Packung, wer die erfunden hat, dem gehören auch Schläge. Wartet eine Sekunde. So. Hier ist alles ungekürzt. Wie immer. Wird nichts geschnitten. So, das haben wir einmal das und wir schrauben den jetzt mal hier auf. Hier ist eine und ein Batteriefach. So, vorsichtig, damit die Schraube nicht flöten geht. So, in den AAA-Batterien, die haben wir ja jetzt hier. Zack und zack. Oh, oh, ich sehe es schon. Ich sehe es schon. So. Geil. Ah, da wäre es natürlich jetzt besser, wenn das Licht aus wäre. Aber ich weiß nicht, ob man das dann noch sieht. Guckt euch das mal so an. Seht ihr das? Da unten dreht sich das und wirft dann natürlich auch entsprechend die Schatten. Ich mache mal kurz das Licht aus. Ich weiß nicht, ob ihr das dann noch gut seht. Ich halte das mal so davor. Geil, oder? Wahnsinn. Also das Ding ist mal geil. Kann ich... Also, ha, richtig geil. Das wirft dann hier so richtig coole Schatten drauf. Geil. Also, Leute, das ist so eine der coolsten Collectors Editions, die ich bis jetzt gesehen habe. Wir stellen den Kollegen mal hier hin. So, also das Ding ist abgefahren. Was hat das überhaupt gekostet? 100, 130 oder 140? Irgend sowas. Aber als alter Doom-Junkie, was soll ich sagen? Das muss man dann halt bezahlen, ne? Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr schon gesehen habt, in meinem Kanal gibt es auch Let's Plays von Doom 1 und 2, wenn ihr euch das mal reinziehen wollt. Könnt ihr gerne machen. So, wir haben jetzt einmal die DVD. So. Cool. Hier ist noch ein Bild von diesem fetten Vieh, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Und was haben wir hier noch? Wir haben... Oh, der CD-Key. Ha, den zeige ich euch nicht. Nur von der Seite. Die Spielsteuerung. Das EWASD und das Übliche. Oh, ein Multiplayer. Oh, den Season Pass. Hä? Season Pass.
Oh, und eine Vorschau auf Dishonored 2 werde ich mir selbstverständlich auch zulegen, ist klar. Und was haben wir hier noch? Wir haben den Demon Multiplayer Pack. Das Demon Multiplayer Pack. Da ist ein Dämonen-Ausrüstungsset, 6 Metallic-Farben, 3 ID, also IT-Logo-Muster, 6 Hacking-Module. Hinten drauf ist der Produktcode, den zeige ich euch auch nicht. Ha! Ja, und da haben wir jetzt das Steelbook. Richtig cool. Richtig cool. Und hier ist, also den finde ich ja auch immer noch am geilsten, diesen Revenant, ne? Der, mit diesen Raketen. Also der Kollege, der hier gerade hinter mir. Oh, guck mal, das dreht sich jetzt sogar schneller. Ist das nicht cool? Also das Ding ist wirklich richtig abgefahren. Wir schauen jetzt mal, ob wir das Spiel schon starten können. Wir haben ja heute den 12. Ich bin nicht sicher, ob das heute schon frei, weil ich glaube, der Release ist am 13. Bin mir nicht sicher, irgend sowas. Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt quasi schon geht. Allerdings, wir schauen uns das an. Ich lege die DVD jetzt ein und vielleicht seht ihr dann heute schon das erste Let's Play zu Doom 2016 am PC, Leute. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das gefallen hat. Und abonniert mich, wenn ihr mehr sehen wollt. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und Ende im Gelände.